Hi, Jürgen. Hi, Winnie. First of all, can I get your reaction to the news that Joachim Löw will leave his post as German national team manager after the Euros? And obviously, your name is again being linked with the job. So can you tell us now whether or not the summer will be too early in your career to take on that role? Maybe we should ask the question differently. Will you be, if that's the question we want to ask, if I'm available for the job or for the manager, coach of the German national team in the summer? No. And your reaction to the fact after that the summer, after the summer, no. Oh, yeah. Oh, come on. Jogi Löw did an incredible job for so many years. I think it's the longest servant ever we had in Germany, if I'm right. But for sure, one of the most successful. So did an incredible job, really. And I understand that he wants to have this highlight for him as a European championship, tries to squeeze everything out what he can in his tournament. And then somebody else will do the job. And I'm pretty sure with the amount of really good German managers in the moment that the German FA will find a good solution. Will be you, as you've said. It's coming up to a year since you last played in front of full stadiums, and obviously that was in the Champions League against Atletico Madrid. Obviously, you had a couple of tasters with around 2,000 fans in the stadium since then, but how would you sum up the impact that no fans in grounds has had on yourself, on the players throughout this whole pandemic? I said 5,000 times, football would not be the game we love when nobody would be interested in, like nobody would want to watch it in a stadium. So yes, of course we miss them much, and especially as Liverpool, of course we miss them because we have the most special atmosphere probably in the world of football. So it's clear that it makes a massive difference. It's no excuse for anything. So we deal really long, really well with it, with it playing without supporters. But in difficult times, obviously, then that can be really helpful, especially. And so yes, I can't wait for the day when people are allowed again to go to the stadium. Thank you, Vinny. We go to James Mountford, and then we've got Javier and Michael at the moment. But James Mountford next from the BBC. Hello, Jürgen. When you're on the run that you are on, is it good to have a game so quickly, or would you rather, in an ideal world, have more time to prepare? No, all good. All good. We have... Yeah, Leipzig, I think, has a day more, but that's it. I think it was last time the same. And yeah, that's the situation. No, and when we are in the situation, we never think about it. Before, like weeks before, we probably think it would be nice if we could have a similar situation like the opponent, but that's pretty rare that it happens. So, no, we are used to it. No, I'm happy to have this opportunity on Wednesday. Although this is technically a home game, you're traveling away statistically, and I appreciate football is not played on statistics, but you've won 4 out of the last 5 away from home. Can you put your finger on why results away have been going well versus the results at home? I think it was because of performances and maybe the opponents. I don't remember all the opponents, to be honest, but that might be the reason. So yeah, we had really good moments in the season, and we won the Tottenham game now recently. If you want, Tottenham and West Ham were really good games. When you see how they are doing around these games, but then was consistency the issue, and so yeah, that's maybe the reason. So it has nothing to do with Anfield. Nothing. There is nothing bad to say about Anfield. Absolutely nothing that we don't like. The pitch is not good enough. That's all fine. It was about the games. Okay, thank you. Now we go to, in order, Javier, then Michael, and then Paul Joyce. And Javier first. Also, Herr Klopp, ich hatte leider ein paar Tonprobleme. Ich habe, glaube ich, verstanden, dass Sie für den Job des Bundestrainers im Sommer nicht zur Verfügung stehen. Habe ich das richtig verstanden? Ich wurde gefragt. Mhm. Also ja, nur um das klar zu stellen. Also ich habe nicht von mir aus angefangen, weil Jogi Löw aufgehört hat, dass ich dann irgendwie proaktiv irgendwelche Aussagen. Ich wurde gefragt, was ich Leuten sage, die mir einen Namen wieder ins Spiel bringen. Also, was in diesem Sommer passiert. Und ich habe gesagt, nein, ich werde in oder nach diesem Sommer, wann auch immer das sein wird, werde ich nicht als Bundestrainer, als möglicher Bundestrainer zur Verfügung stehen. Also, warum passt das im Moment nicht in Ihre Lebensplanung? Weil ich habe noch einen 3-Jahres-Vertrag bei Liverpool im Sommer.
So eine ganz einfache Aussage. Also eine ganz einfache Situation. Also man unterschreibt Verträge und im Allgemeinen versucht man sich dran zu halten. Und ich hatte bei Mainz Verträge und habe sie eingehalten, obwohl es von Bundesligisten und Vereinen mit mehr Geld und mit mehr Renommee möglicherweise Interesse hatten. Alles ist immer, im Leben ist immer Timing. Wenn es nicht passt, dann muss man sich nicht aufregen, sondern einfach zu den, mit den Umständen umgehen. Und das ist mir noch nie schwer gefallen. Eine Frage zum Spiel morgen, beziehungsweise zu Ihrer Lage beim FC Liverpool. Es werden ja hin und wieder Parallelen gezogen zu dieser Horrorsaison bei Borussia Dortmund. Inwiefern sind da vergleichbare Mechanismen, die Sie da beobachten, oder ist das eine komplett andere Baustelle? Es ist natürlich in Teilbereichen vergleichbar, weil Verletzungen damals zu verschiedenen Dingen geführt haben, bei Dortmund auch und hier natürlich auch, aber im Grunde genommen ist es nicht vergleichbar. Also im Rückblick, selbst wenn wir mit Dortmund natürlich dann irgendwann 17 und ich glaube sogar 18 da waren, was sehr unangenehm war, war die Situation trotzdem im Grunde genommen fast schon Kindergarten, also weil im Vergleich dazu, weil das hier ist was ganz anderes, wir haben größere Probleme, aber das jetzt nicht. Wir beschäftigen uns damit gar nicht mehr. Also nur wenn man mich danach fragt. Also wir sind einfach in der Situation drin und versuchen es Woche für Woche zu regeln. Und das hat jetzt nicht häufig genug geklappt, um ganz ehrlich zu sein. Aber wir spielen jetzt Champions League. Und in der Champions League haben wir in der ganzen Premier League-Saison noch nicht einmal Momentum gehabt, ehrlich gesagt. In der Champions League hatten wir den. Wir haben uns nie so früh für die Champions League für die nächste Runde qualifiziert, wie also aus der Gruppenphase raus, wie wir es dieses Jahr getan haben. Und haben ein gutes, sehr gutes Spiel gemacht gegen Leipzig, die natürlich in einem ganz anderen Moment sind, das wissen wir auch, die wieder 4 Spiele in Folge gewonnen haben, glaube ich. Und bis jetzt hierher kamen, das sieht unsere Statistik ein bisschen anders aus. Aber das Gute im Fußball ist, die vorherigen Ergebnisse haben mit dem Eichenspiel erstmal nichts zu tun. Und wenn das in einem anderen Wettbewerb dann auch noch das Spiel stattfindet, dann haben sie damit gar nichts zu tun. Und deshalb, ja, freuen wir uns auf die Aufgabe morgen. Okay, thank you. Michael und dann Paul Joyce. Michael. Hallo Herr Klopp, Michi Mielewski von der Bild-Zeitung. Eine Frage natürlich auch noch zur Löw-Causa. Wer ist denn aus Ihrer Sicht Favorit auf eine Nachfolge? Und dann zum Spiel zu morgen. Was macht Leipzig so gefährlich, vielleicht sogar noch gefährlicher als vor 4 Wochen beim Hinspiel? Zu Favoriten kann ich gar nicht sagen, da bin ich natürlich völlig der falsche Ansprechpartner, habe ich mich jetzt auch nicht wirklich mit beschäftigt. Ich bin genauso überrascht davon wie wahrscheinlich alle anderen auch. Dass Jogi das jetzt gesagt hat, aber jetzt hat man ja auch genug Zeit, das ist gut, an so einer frühen Entscheidung genug Zeit, sich dann auch zu kümmern. Das werden die entscheidenden Leute auch ganz bestimmt machen. Leipzig ist einfach gut. Leipzig ist einfach gut. Kann man nicht anders sagen. Sie haben eine gute Mannschaft, haben einen tollen Trainer. Und ich weiß nicht, ob sie gefährlicher sind als vor 4 Wochen. Wir haben damals gesagt, es ist ja nur Halbzeit, das wissen wir ja. Wir sind ja lange genug auch in dem Wettbewerb jetzt dabei, um uns nicht irgendwie zu denken, wir sind ja halb durch oder sowas in der nächsten Runde. Wir wissen das ja. Aber Leipzig war gut und ist gut. Und wir haben an dem Tag einfach auch ein gutes Spiel gemacht. Das mögen verschiedene Leute vielleicht etwas anders gesehen haben, aber wir waren zufrieden damit. Wir haben Leipzig nicht zur Entfaltung kommen lassen an dem Tag, nicht genauso, wie sie es wollten. Und das müssen wir natürlich morgen wieder versuchen. Und da muss man mal sehen, wen kann Leipzig aufstellen, wen können wir aufstellen. Das ist ja mit dem Hin- und Rückspiel, wenn so eine lange Pause dazwischen ist, da hast du ja gar keine Ahnung, ob du auch noch eine ähnliche Mannschaft aufstellen kannst beim nächsten Mal. Bei uns wird sie wahrscheinlich ähnlich sein, aber ganz bestimmt nicht gleich auf unsere Grundsituation. Und wie es bei Leipzig aussieht, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Und das werden wir dann morgen Abend feststellen. Aber darum geht es auch nicht. Es geht nur darum, dass man in diesem Spiel einen Weg findet, das Ergebnis zu erzielen, das man braucht. Und ja, daran arbeiten wir. Thank you, Michael. Okay, just before we go to Paul, a reminder, Jeannie Wijnaldum is the player who's coming next. Please use the hands up for Jeannie. We'll go to Paul for what I think is probably the final part of this section. Paul? Jürgen, Fabinho came on in midfield at the weekend. Is that an option for tomorrow that you're considering? And also, given the run that you're on, is it difficult for you to believe that your side can be successful in this competition? What gives you the faith? What gives you the faith? Two things. The team, the moments we had on the pitch, the competition, the quality of the boys, and football in general, because they will always have a chance in the next game. And that's already enough. Also must be enough most of the time. And so I said it's half time and we have to play the game to give us the opportunity to go to the next round. If we play that
If we play that good, that we can do that, and we deserve it. And if not, then not. So that's the situation. So I have no doubts about us for tomorrow. Not that I know we will go through 100%, but I know we will give Leipzig a proper fight. And that's the only thing I need to know in the moment. And for all the rest, yeah, there's no guarantee for nothing, not for them, not for us. But there's 95 minutes to use to get closer to the things you want. And the second part of the question was Fabinho, by the way, and I'm just Oh, I don't know with Fab. So we have to see. Oh, but I know, but I don't say it. Yeah, maybe that's better. That's the truth. But we will see it. Yes, it's an opportunity, but having Fab back is in general good. And we didn't play him obviously for that game now from the beginning, because just after a long time being out and then two games in a row, that we thought that makes not too much sense. Or it's too dangerous in our situation, actually. And so now he's ready. But if he will play center half or midfield, that decision you will see tomorrow. Okay, thank you. Final question then, Andy Hunter. All hands up from now, please. I'll keep James and Vinny in from the panelists, but all hands up now for Gene Wijnaldum, who's coming next. But Andy, final one to you. Hi, Jürgen. I was just going to ask, given the unique nature of this season, you know, you've got a club from England, a club from Germany, going twice to Budapest to play a tie where home and away advantage doesn't really come into play yet. The home and away away goals rule still applies. Would it not have made much sense, do you think, just to have a one-off game in these circumstances? If I look back now, I would prefer that. That would be really cool. No, but in general, I hope, and obviously the development in England goes really in the right direction. I hope that in maybe the next round, Germany is the moment a slightly unique situation. I don't understand it 100%. I think if you compare the incident values of Leipzig and Liverpool and Budapest, then there's one city where you actually shouldn't play if you really consider these kind of numbers, and that's not Leipzig or not Liverpool. But we see that everything is prepared there like it was last time. It's completely fine. The people there give their everything. They're happy that they can host these games. So UEFA, it's good for the UEFA. We have to save the competition and wanna play these games. So yeah, I would prefer the normal competition, but I think that the solution with Budapest is absolutely okay. And the one-off, I don't know. I think it would change even more the competition if you do that. I have no problem with playing two games, to be honest. Okay,